uns im Lieber gesehen. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallöchen, liebe Freunde. Mal außer der Reihe. Ich habe ja momentan so ein bisschen, ein bisschen Zwangspause wegen meinen Bewerbungen und den ganzen Kram, ne? Aber ich habe gerade was gesehen, da müssen wir drüber reden. Nämlich vom Police Simulator Patrol Officers. Da müssen wir wirklich drüber reden. Und damit herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, wir kommen gleich auf den Punkt. Ich will nur ganz kurz mal hier das Spiel starten. Wir machen mal wieder, denke ich mal, hier ein bisschen Highway Patrol. Wir machen jetzt hier auch nicht lange, weil ich muss nur was loswerden. Und ich muss euch ehrlich gesagt, ich muss leider sagen, auch warnen. Nehme ich vor die neuen Vehicle bzw. Fleet Packs. Denn es gibt seit gestern, seit dem 13. August 2024, was Neues im Police Simulator. Wir haben nämlich die Möglichkeit, wie wir gleich sehen werden, hier sehen wir es wunderschön, taktisch oder in Zivil, was sehr schön ist. Naja, nicht ganz so schön, aber auf jeden Fall in Zivil als Polizist unterwegs zu sein. Ich entscheide mich hier mal für die taktische Uniform, die finde ich sehr cool. Dringend Unterstützung bei der Errichtung einer Straßensperre. Ist jemand verfügbar? So, und diese, ich aktiviere mal kurz den Funk, diese Uniformen oder beziehungsweise Zivilkleidung, hier, die kriegt ihr, könnt ihr mal die Klappe halten? Ich kann das übernehmen. Jetzt ist ja mal gut. So, also was ich sagen wollte, sowohl die taktische Uniform als auch die zivilen Klamotten, die kriegt ihr, ohne was dazu bezahlen zu müssen. Die sind im Update mit drinne. Schöne Sache das. Mit den Fahrzeugen sieht das ein bisschen anders aus. Denn es gibt jetzt drei neue Fahrzeugpacks und die haben es in sich. Also eher gesagt nicht, weil, ja, ist ja gut. Erstmal sind diese Packs völlig überteuert und jetzt kommt das Beste. In diesen Vehicle Packs ist kein einziges neues Fahrzeug drinne. Ihr habt genau dieselben Fahrzeuge, die ihr bereits habt, wenn ihr bereits die Standardflotte habt. Es sind exakt dieselben Fahrzeuge. Man hat nur das Blaulicht runtergenommen und bei einigen eben halt ein Blaulicht ins Fenster gesetzt. Das war's. Ne? Stattdessen gibt's einfach nur eine neue Skin. Das war's. Das heißt, für jedes Pack, also für das Unmarked bzw. Special Vehicle Pack, ich sag gleich nochmal genau, was das ist, kriegt ihr kein einziges neues Fahrzeug, nur neue Skins. 11,99 für 8 oder 10 oder 16 Skins, egal. 12 Euro sind zu teuer. Ja, ich muss noch ganz kurz hier den Ton runterdrehen. Ich brülle hier gegen mich selber gerade an. Nee, Leute, was ist denn da los? Schlägt jetzt das Fabian-B-Syndrom durch? Was ist denn bei euch verkehrt, Leute? Für Skins, 11,99. Ich muss ganz kurz runterkommen. So, Leute, wir reden jetzt mal ganz kurz darüber, was welches Pack ist. Wir haben das Unmarked Vehicle Pack. Das sind die neuen Zivilfahrzeuge. Ne? Das heißt, ja, das sind einfach dieselben Fahrzeuge, die ihr schon habt und mit keiner Lackierung, also ganz normal. Schwarz, weiß, bla 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 bla. Und oh, der hält hier wieder an, hier auf den letzten Zentimeter, warte mal. So, also ihr habt dann, wie gesagt, Standardfarben, könnt ihr euch ausdenken. Schwarz, weiß, silber, grau, whatever, ne? Es gibt auch einige Firmenlackierungen als Pizzeria-Fahrzeug oder was weiß ich. Na? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kein Blinkzeichen gesetzt. Ich habe Sie angehalten, weil Sie es versäumt haben zu blinken. Das vergisst doch jeder ab und zu mal. Ja, ich mache mal kurz den Kollegen hier fertig und dann reden wir weiter. Beziehungsweise ich bleibe auch mal stehen, weil ich merke gerade, es macht keinen Sinn weiterzufahren und da zu sammeln. Na? Guti, wir machen jetzt erstmal hier den Check hier, wie wir ihn kennen.
Ja, Officer. Bitteschön. Also die Idee generell jetzt, bevor wir uns weiter unterhalten über diese einzelnen Packs. Die Idee ist ja gut, aber es ist wieder so eine typische Fabian B-Aktion. So sieht's aus, so riecht es jedenfalls. Steigen Sie bitte aus zu völlig überteuerten Preise so gut wie nichts zu liefern. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es da jetzt Richtung TML geht, ne? Wie bei Fernbus-Simulator und Tourismus-Simulator, wo du für viel Geld fast gar nichts kriegst. Ne? Also ich will jetzt gar nicht die Qualität der Fahrzeuge selber in Frage stellen, beziehungsweise der Lackierung, aber generell sind 11,99 für ein paar Lackierungen von Fahrzeugen, die du schon hast, definitiv zu viel. Ne, das sind keine High-End-Skins. Ne? Also wenn du mal raufguckst, das ist okay, das sieht nett aus, ist aber nichts High-End, nichts Besonderes. Ich nehme nur, ne, schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren sind. So. Der Kollege ist nüchtern. Bevor wir jetzt weiter sappeln, machen wir den jetzt mal schnell fertig. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, alles clean. Guti, dann bleibt's beim Strafzettel und dann ist gut. Fahren. Kein Blinkzeichen gesetzt. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 60 und 150 Dollar wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens. Na toll. Und ich habe keinen Anwalt. Oh, sonst drohen Sie mal mit dem Anwalt. Das ist jetzt mal neu. Er hat keinen Anwalt. Das finde ich nett. Okay. Immerhin etwas. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, Kollegen und Freunde der gepflegten Ermittlungen. Es ist jetzt alles so ein bisschen durcheinander geraten. Ich sehe schon, wie gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt hier nebenbei zu fahren. Also, wir gehen es mal kurz durch. Es gibt drei Packs zum Mitschreiben. Es gibt einmal das Unmarked Vehicle Pack. Das habe ich gerade angesprochen. Das sind zivile Fahrzeuge. Kein einziges neues Fahrzeug. Es sind nur Skins für die Fahrzeuge, die ihr bereits habt. Wie gesagt. Ja? Die Uniform bzw. zivile Kleidung, die kriegt ihr sogar umsonst. Dafür braucht ihr das Ding nicht kaufen. Ne? Also diese Logistikkleidung oder Taktikkleidung, Entschuldigung, die wir jetzt gerade tragen, die im Bild zu sehen ist, und die Zivilkleidung, die könnt ihr auch ohne eins dieser Add-ons oder DLCs zu haben benutzen. Braucht ihr nicht. Ne? Gut, das ist das eine Pack. Das andere, wollte ich jetzt gerade sagen, ist das Special Police Vehicle Pack. Auch hier kein einziges neues Fahrzeug. Ihr kriegt hier auch nur weitere abweichende, variierende Polizeilackierungen, Skins, ja. Nichts anderes, ja. Es gibt noch zwei Polizeiuniformen, noch einmal in schwarz und einmal in weiß. Ich meine, wer trägt weiß, außer in Parade? In den USA, glaube ich, gibt es überhaupt gar keine weißen Uniformen mehr. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber selbst mit den beiden Dingern obendrauf, auch dieses Pack kostet 11,99 für Sachen, die ihr habt, wofür es einfach nur eine neue Skin gibt. Ja? Und dann kommt der Kracher, das Pack Nummer 3 ist das Ultimate Fleet Pack. Das heißt, da findet ihr das wahnsinnig tolle Unmarked und wahnsinnig tolle Special Police Vehicle Pack zusammen für, in Anführungsstrichen, nur 15,99. So, jetzt kann ich wieder in den Wagen steigen, weil das Wichtigste habe ich jetzt gesagt. Das ist sehr durchwachsen. Und ich frage Astragon Covadis, ja? Müssen wir jetzt anfangen, euch zu bestreiken? Was ist das, Leute? Ne? Wenn ihr zurückdenkt an die Fahrzeugpakete, die wir vorher hatten, die waren inhaltlich und vom Preis her eine ganz andere Sache. Da gab es Value for Money. Diese Zeiten scheinen wahrscheinlich dank Fabian P. hier vorbei zu sein. Also mein Fazit gleich hier vorweg. Ich werde mir diesen Bums nicht holen, das ist mir zu teuer. Erstmal habe ich das Geld A, diesen Monat nicht über. Und zweitens, bevor das nicht im Angebot ist, werde ich mir das nicht holen. Definitiv nicht. Und ich kann euch nur raten, dieses Theater nicht mitzumachen. Ihr kriegt kein einziges neues Fahrzeug, nur Skins und sollt über 10 Euro pro Paket zahlen.
Das geht nicht. Astragon geht in euch. Zieht personelle Konsequenzen, macht, was ihr wollt. Aber das geht überhaupt nicht. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das ist es eigentlich. Ich wollte jetzt eigentlich Fotos machen. Da ist es, okay. Ja, hier haben wir jetzt einen Unfall. Da machen wir kurz mal das... hallo? Moment. Hä? Moment, ist das ein Pannfahrzeug und ein Unfallfahrzeug? Ich bin gerade verwirrt. Moment. Also, ja, wie soll ich abschließend sagen, um das Thema hier jetzt mal ganz kurz auf den Nenner und auf den Punkt zu bringen und zum Abschluss. Was ist los? Was versucht Astragon oder Fabian B., den ich da sehr stark im Verdacht habe, zu machen? Ja, das Spiel ruinieren oder einfach nur den Spieler ausnehmen wie eine Weihnachtsgans? Wir werden mal beobachten müssen, in welche Richtung das sich so weiterentwickelt. Ich sehe, das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Ich kann es nur wiederholen. Ich weiß es nicht. Es muss etwas auf der Straße gewesen sein, Officer. Also ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich auf das Thumbnail ein riesengroßes Warnzeichen machen. Ne? Vorsicht. Nicht kaufen. Ich möchte gerne einen Blick auf den Führerschein und Ihren Fahrzeugschein werfen, bitte. Bitte schön, Officer. Und ich weiß, es wird da draußen ein paar Fanboys und Fangirls geben, die Kohle rausschmeißen, ne? Für nichts, für ein paar bunte Farben, ja, für ein paar Skins. Aber ich bitte euch wirklich, Leute, tut das nicht. Ne, werft den Leuten nicht für nichts Geld in den Rachen. Wartet, bis das ganze Bums da mal im Angebot ist. Vielleicht, ja, hat Astragon noch irgendwie Einsicht und merkt, dass es auf dem falschen Schiff unterwegs ist. Ne, aber das habt ihr natürlich in der Hand. Wenn ihr den Bums nicht kauft, ne, dann muss Astragon reagieren. Ich werde es, wie gesagt, nicht machen, bis da irgendwie ein Angebot kommt. Aber das ist... Entschuldigung, ich liebe das Spiel. Ich mag auch Astragon. Eigentlich sehr sympathisch. Aber das ist Abzocke, Astragon. Okay, ne? Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Oder soll ich sagen, Fabian? Oh, da ist aber... Die hat aber einen Korn hier. Das geht nicht. Ich muss nur eine Probe nehmen. Um zu ja, sehen, ich habe jetzt extra nur eine kurze Schicht gemacht, weil ich wollte das loswerden und euch warnen. Ja, macht keinen Scheiß. Drogen und Alkohol. Junge. Also Leute, ich sag's euch, ihr müsst keine 11,99 für ein paar lächerliche Skins ausgeben, um hier im Spiel Spaß zu haben. Ne? Wartet, wenn ihr es schon kauft, wartet wenigstens, bis ein Angebot da ist. Ne? Ganz einfach. So, Alkohol und Drogen an Bord. Das ist allemal ein Haftgrund. Jetzt kriegt sie erstmal einen Unfallbericht. Okay. Hier das sind tatsächlich das zwei genau verschiedene Fälle gesehen? Auf einem ja, Spot, auf einem Platz. Sehr witzig, hatte ich auch noch nicht. Guti, dann gibt's einmal die 8. Was machen wir? Immer Alkohol. Ist ja egal. Alkohol, Drogen. Was? Sie fährt eh ein. So, dann bringen wir sie doch auch schon mal in Sicherheit in unseren Wagen. Und dann helfen wir hier noch unserer Pannenlady. Ja, bei der Gelegenheit, Leute, schreibt mir doch bitte mal, was ihr von der neuen Preispolitik und Contentpolitik von Astragon haltet. Das würde mich sehr interessieren. Ne, einfach mal knackig in die Kommentare rein. Ich leite sie nun in das Fahrzeug. Und wie gesagt, natürlich, ne, wenn euch das gefällt, was ich hier euch alltäglich mehr oder weniger bringe, dann lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Gerne natürlich auch Kommentare. Was ist das denn da hinten? Ach, das ist noch das Fahrzeug von der Trulla. Moment. Muss ja noch abgeschleppt werden. Moment. Ich habe hier einen Fast Wagen, vergessen. Abgeschleppt werden muss. Schickt bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Guti, dann kommen wir mal zu der Kollegin hier. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass irgendwas kaputt ist. Rufen Sie bitte den Abschleppdienst.
Das kann man noch freundlicher sorgen, ne? Erstmal die Papiere hier. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer. Aber ich habe das Gefühl, dass das andere Fahrzeug dem Pannfahrzeug aufgefahren ist. Bloß witzigerweise, das Pannfahrzeug hat sonst keine weiteren Beschädigungen. Ne? Aber man will ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? So, wie sieht's mit der Dame aus hier? Versicherung ist ungültig, okay. Moment. Da. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Das hat mir gerade den ganzen Tag verdorben. Oh. So, schneller Drogentest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Ja, das geht noch ganz knapp im Raum hier, die Dame. Und... Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Okay, das sieht gut aus. Einigermaßen. Guti, dann sehe ich hier keinen Verstoß. Alles in Ordnung, Sie können weitermachen. Genau, lassen wir Sie gehen und holen einen Abschleppwagen für die junge Dame. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, wir haben ja noch eine junge Dame zu transportieren. Das machen wir dann auch gleich. Hier gegenüber ist schon eine Wache. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten... Na, heute ist wieder Weltpannentag. Hier links schon wieder der Nächste. Um den kann ich mich jetzt aber gerade jetzt nicht kümmern. So, mein lieber Freund. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt über den Mittelstreifen abbiegen kann oder ob ich hier über die Brücke drüben rüber muss. Denke mal, nee, nicht über die Brücke, okay. Dann geben wir mal ein bisschen hier Gas. Doch, ich muss über die Brücke, aber dazu muss ich erstmal kurz die Fahrbahn wechseln. Ah, ich hab's mir doch eigentlich schon gedacht. Ich sollte es langsam besser wissen. So. So, und jetzt den ganzen Bums wieder zurück. Nee, da werde ich auch gleich erstmal diese Folge beenden. Es sollte jetzt nur ein kurzes Update sein, damit ihr seht, was euch erwartet und ja, was ihr tut, Leute, bleibt euch selbst überlassen. Ich kann nur hinweisen, ich kann Tipps geben oder warnen. Was ihr macht, letztendlich müsst ihr selber entscheiden. Ich rieche hier die Gefahr des Fabian B-Syndroms. Wenig Content für viel Geld. Ist das die Zukunft für den Police Simulator Patrol Officers? Das wäre sehr traurig. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir unseren Wagen und unsere Gefangene gemütlich ins Revier schaukeln. Und da ist auch schon unser Revier. Ja, ist ganz schön breit hier, das gute Stück hier. Schöner Wagen, aber sehr, sehr breit in der Fahrbahn.
Musst du so ein bisschen aufpassen, dass man sich in der Einfahrt nicht den Kotflügel zerkratzt hier. Gut, da sind wir. So, Madame sitzt auf der anderen Seite. Okay. Also wie gesagt, ne, also die neuen Uniformen finde ich schön. Na, also hier die taktische Uniform gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ich denke, die werde ich öfter mal demnächst auch in der Stadt dann verwenden, wenn wir jetzt wieder regelmäßig auf Streife fahren. Gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Die zivile ist so Geschmackssache, ne? Also da dieser Hip-Hopper, dieses Cappy da, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Wenn man das runternimmt, dann geht auch die zivile Kleidung einigermaßen okay. Hier, das ist unser Büro, ne? Gnefrau, damit Sie auch mal gesehen haben. Gibt noch eine kostenlose Führung hier gerade. Nee, das ist alles okay, ne? Ja, ist auch nett, dass wir die neuen Uniformen umsonst gekriegt haben. Bleiben Sie vorerst hier. Aber die Skins, Leute. Wow, 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 wow. Geht überhaupt nicht. Guti, so, die Madame haben wir eingelocht. Und wie gesagt, ich will hier gar nicht so groß aus der Hose hauen. Wir machen hier ganz einfach nur ein kleines Update. So, hier seht ihr es jetzt nochmal schön, ne? Also, es gibt zwei neue Uniformen, um das Ganze jetzt mal runterzubrechen und abzuschließen. Es gibt für euch alle, ohne dass ihr was kaufen müsst, zwei neue Uniformen. Nämlich einmal hier die taktische Uniform. Wie gesagt, die gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich für männlich und weiblich. Dann gibt es diese unglückselige Hip-Hopper, was weiß ich, was es sein soll. Die Kappe sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Könnt ihr natürlich weglassen. Ist Geschmackssache, ne? Aber auf jeden Fall, sie ist da. Ne? Diese zivile Kleidung gibt es ebenfalls männlich-weiblich. Warum die da auch so männlich aussieht, weiß ich nicht. Es ist ne, bis auf die Hose. Keinerlei Unterschied. Aber das ist umsonst, ne? Da wollen wir uns nicht beschweren. Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Das sind die beiden neuen Uniformen. Die kriegt ihr für lau. Und wie gesagt, dann die drei Packs mit Fahrzeugen, also mit ohne eigentlich. Also, nochmal zum Mitschreiben. Pack Nummer 1, Unmarked Vehicle Pack, stolze 11,99. Sozusagen für 8 Fahrzeugskins und sonst nichts. Ja. Das sind eben halt Zivilfahrzeuge. Dann gibt es noch die Special Police Vehicle Pack. Das sind auch keine neuen Fahrzeuge, sondern einfach nur abweichende Polizeilackierungen in verschiedenen Variationen. Und es gibt noch zwei zusätzliche Uniformen hinzu. Ich finde die nicht schön, insbesondere nicht die weiße. Das müsst ihr selber entscheiden. Ihr könnt es euch ja im Shop angucken. Auch das stolze 11,99, auf Deutsch gesagt, eigentlich eher für nichts. Und ja, Nummer 3 ist eigentlich die... Ja, die kombinierte Variante, ne? Beide Pakete zusammen, das Ultimate Fleet Pack für stolze 15,99. Wie gesagt, ihr seid hoffentlich alt genug, um Schmu zu erkennen, wenn er um die Ecke kommt. Ja, ich erkenne gerade, dass ein Fabian B. um die Ecke guckt und deshalb werde ich es mir erstmal nicht kaufen. Ich habe es diesen Monat eh nicht übrig, davon mal abgesehen, ne? Aber selbst wenn ich es hätte, würde ich es nicht ausgeben. Ja, weil wenn ihr euch erinnert, wie viel die Einzelfahrzeuge oder zusammen gekostet haben, das war ein ganz anderes Paket zum ganz anderen Preis. Und das geht nicht. Ne? Meine Empfehlung, nicht kaufen, nicht jetzt. Ne? Wartet, bis das Ganze im Angebot ist und dann ist gut, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Ne? Aber zum Vollpreis würde ich es definitiv nicht empfehlen. Es gibt nichts Neues außer den Lackierungen. Alles andere ist Bauernfängerei. Es tut mir leid, ich dachte nicht, dass Astagon noch einmal so weit gehen würde, aber mit Fabian B. ist scheinbar alles möglich. Ne? Gut, Freunde, das war ein ganz kurzes Update zum neuen Update mit den neuen Uniformen. Wie gesagt, die gibt es ja umsonst hier, die beiden, habe ich euch gezeigt. Die Fahrzeuge werde ich mir definitiv nicht holen, bevor sie... Also es sind ja keine neuen Fahrzeuge, was rede ich? Die neuen Lackierungen werde ich mir definitiv nicht holen für 11 Euro oder für 20 oder 17 oder 18 Euro zusammen als Multipack. Mache ich nicht. Tut mir leid, Freunde. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video eine kleine, wie soll ich sagen, Entscheidungshilfe geben. Ne? Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Würde mich freuen. Na, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.